Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen zum 13. Part. Ja, wie man hier sehen kann, habe ich hier einmal den RX-78-2 und hier haben wir das neue Modell. Da habe ich den Kopf vom Aegis genommen und alle anderen Bauteile habe ich hier von einem anderen Mobile Suit zusammengestellt. Es kann sein, dass es auch einen Mobile Suit gibt, der etwas Ähnlichkeit hat mit diesem Gundam hier, den ich hier zusammengebastelt habe mit random verschiedenen Teilen. Beziehungsweise Arme, Torso und Beine halt, ne? Also alles random zusammengestellt oder zusammen erstellt, wie man es auch immer sehen möchte. Und beim RX-78-2, da gehören die Hörner nicht mit dazu. Die sind nämlich vom Shin Musha, das ist so ein Samurai-Mobile-Suit. Die müsste ich wahrscheinlich beim nächsten Mal abnehmen, sobald ich dann den Shin Musha habe, weil ich wollte den natürlich hier ohne Hörner haben. Aber hier sieht es optisch schon eigentlich ziemlich gut aus und ich würde sagen, dann testen wir jetzt mal den neuen Mobile Suit, weil wir kommen ja von der Story immer weiter voran und ein etwas besserer Mobile Suit muss dann her, ne? So, und da bin ich wieder zurück. Wie man hier sehen kann, das vierte Szenario von Yui würde jetzt als nächstes drankommen oder halt das dritte Szenario von Iori oder das vierte Szenario von Marika. Ja, es ist leider kein Livestream, sonst hätte ich natürlich gefragt, welches Szenario ich jetzt komplett beenden soll. Und ihr könnt natürlich gerne Video anhalten und mir Feedback senden, was ihr denkt, welches Szenario ich jetzt als nächstes nehmen werde, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer random irgendein Szenario genommen und jetzt möchte ich mich erstmal für einen Charakter festsetzen, wie gesagt, oder festlegen. Wie gesagt, es wundert mich hier noch ein bisschen, dass das dritte Szenario genau in der gleichen Reihe ist wie das vierte Szenario von Marika und Yui. Vielleicht knüpft das dritte Szenario von Iori genau an das vierte Szenario von den anderen beiden an. Ich habe keine Ahnung, blicke ich noch nicht durch, habe mich aber auch schon fest entschieden, welchen Charakter ich nehme von den drei Mädels hier. Und da werde ich dann Storyboard oder Story halt komplett durchspielen von den Szenarien her. Also ich möchte jetzt nicht immer querbeet hier einen Charakter nach dem anderen nehmen. Einmal einen Charakter komplett durchspielen. Wie gesagt, ist da auch eine ziemlich große Lücke zu sehen zwischen Iori und Marika. Vielleicht werde ich da noch Charakter freischalten, wenn ich dann von allen drei Charakteren die Story komplett einmal abgeschlossen habe. Und mal schauen, was uns dann noch erwartet. Ja, ob ich danach noch online spiele, Multiplayer, steht noch offen. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Und ja, dann würde ich sagen, ich werde mich jetzt fest entscheiden. Und ihr könnt jetzt noch herumraten, welcher Charakter es sein wird. Könnt gerne pausieren und einmal Feedback hinterlassen. Wie gesagt, jetzt kommt hier die feste Entscheidung. この間の森田君とのバトルを通じて、さらにサイドゼロの評判が広まってるみたいね。 私たちのことを応援してくれる生徒もだんだんと増えてるみたい。ええ、あまり表立った形ではありませんが、状況は少しずつ良くなっています。みんな心の中では分かっているんです。このまま力による支配に屈しちゃいけないんだって。そうだね。そう思ってくれる人たちのためにも 私たちは負けられない。ね、みんな。はい。私も気を引き締めていきたいと思います。あの、マリカちゃん？大丈夫？なんだか顔色が悪いけど。え、私。 そういえば、さっきからずっと携帯を見てるけど、何か緊急の連絡でも？すみません、そのクラスの子がお願いがあるって。そうだね。サイドゼロの活動も大事だけど、友達も大切にしないとね。 ちょっと怪しいですね。
隠し事の匂いがします。話したくても話せないような悩みを抱えている気がするんです。なんとなくなのですが。それに彼女、最近目の下にクマができてます。確かに気になるよね。次にこんなことがあったら後をつけてみようか。そうですね、仲間ですし、何か助けになってあげたいです。それじゃマリカちゃんが次に呼び出された時にこっそりついていっちゃおう。君も一緒にね。あの、またクラスの子が。わかった、気をつけてね、マリカちゃん。はい。行った。行きましたね。それじゃ、見失わないうちに追いかけよう。君も準備はいい？あの部屋に入っていきましたね。ここは第02ガンプラブ？静かに、足音を立てないように。それにしてもこの設備すごい。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ましいです。それなら私たちのチームに入ってはどうかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。どういうことです？どうしてマリカがあなたと一緒にいるんですか？別に驚くようなことではないと思うが、彼女は私と取引をしていたに過ぎない。取引？そう、取引だ。知っているかな？君たちが根城にしている第08物質。あそこは本来取り潰しの予定だったことを。そこでこの私が救いの手を差し伸べたのさ。我がチームのガンプラを作る限り、あのカビ臭い物質の取り潰しを待ってやろうとね。バトルに勝てない半人前でもビルダーの才能はあったようなのでね、その有効利用というわけだ。それは生徒会の権力を利用したということですね。そうとも言うね。だが何の問題がある？利用できるものは全て利用すべきだ。それこそが強者の特権なのだから。私には権力と金があり、彼女にはビルダーとしての腕があった。妥当な取引だと思うけれどね。そう、それがあなたの考えなんですね。なら私たちの答えは一つです。この学園の自由のためにあなたは私たちサイドゼロが倒します。いいだろう。投資した資金のさこそがそのまま戦力の決定的な違いとなることを教えてやる。ゼロリガンプラブ物質の前を通りかかった私、シャクのリンコは偶然にもサイドゼロとゴールデンコスモスのバトルに居合わせました。
これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、一体どんなバトルを繰り広げるのか。そんな注目の一戦、それではガンプラバトル、レディーゴゴールデンコスモス、榊シモン、出る。So, ich hoffe, die Qualität ist jetzt nicht allzu schlecht von Ton her, also die Tonqualität her, wegen dem Standmikrofon. Aber wie gesagt, es verwirrt mich etwas, dass wir jetzt hier erst beim dritten Szenario sind. Also normalerweise, gut, ich habe jetzt auch nur drei Szenarien gespielt, aber dass das dritte Szenario halt in der gleichen Reihe ist wie das vierte Szenario von Yui und Marika, das hat mich dann doch schon etwas gewundert. Es kann sein, dass es sehr offensichtlich war, dass ich Iori als erstes durchspielen werde, storytechnisch gesehen. Vermute ich mal, weil ich mag es halt, wenn Charaktere mega irre sind. Also, es ist schon etwas strange, aber die ganzen Dialoge, die jetzt so hin und wieder mal im Spiel mit auftauchen, das kriege ich nicht so ganz mit, weil ich konzentriere mich dann mehr auf die Mission oder auf die Quest. Na, jetzt kommt wieder ein Dialog, wenn das ein sehr langer Dialog ist, dann bekomme ich das halt nicht so wirklich mit wie jetzt. Da habe ich gar nicht so die Zeit für. Das schaue ich mir dann in der Wiederholung an. Ich denke, die Dialoge wiederholen sich dann über die Zeit und wird wahrscheinlich nicht viel Neues sein. Ja, ihr könnt mir gerne Feedback senden, was euch am besten gefällt, wenn Spiele jetzt auf Deutsch übersetzt sind, oder ob es doch für euch besser ist, wenn die Spiele nicht nur auf Deutsch übersetzt sind, sondern auch synchronisiert werden auf Deutsch. Es gibt natürlich auch Spiele, die kein Englisch beinhalten und komplett auf Japanisch sind, aber halt vielleicht einen deutschen Untertitel haben. Mag sein, dass es solche Games auch gibt, wissen tue ich es nicht, oder wo es halt wirklich nur so ist, dass diese Games halt gar keine Übersetzung haben auf Englisch oder auf Deutsch. Gut, da werden es wahrscheinlich echt nur die Leute sein, die dann Japanisch können, dass sie dann halt solche Games zocken. Gut, für diejenigen, die jetzt Englisch können, ist es halt kein Problem, auch Games zu zocken, die halt auf Englisch sind. Es gibt auch viele Spieler, die halt auf Englisch sogar umstellen, wenn diese Möglichkeit gegeben ist. Deswegen, also mir persönlich ist es egal, wenn es Englisch ist oder halt auf Deutsch. Wenn Deutsch verfügbar ist, dann werde ich das gerne nehmen. Aber ich habe da immer so meine Bedenken, dass bei den meisten Games die Übersetzung halt nicht richtig ist. Und ja, ich habe jetzt hier nicht groß geschaut, ob jetzt das Ganze, welche Sprachen jetzt hier bei New Gundam Breaker verfügbar sind. Habe ich jetzt bei Steam nicht nachgeschaut. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich denke, dass das so im Großen und Ganzen okay ist. Ja? Es kann auch sein, dass ich die Audiospur noch abändern kann, aber ich denke nicht, dass es eine deutsche Audiospur geben wird für dieses Spiel, wie es bei den meisten Games so der Fall ist. Ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass die meisten Games halt wirklich nicht auf Deutsch synchronisiert sind, sondern halt wirklich nur übersetzt worden sind, also mit Schrift. Ne? Und das war's dann auch. Wie zum Beispiel
bei Battletech, MechWarrior 5. MechWarrior Online ist zum Beispiel gar nicht übersetzt, ist halt wirklich alles im Großen und Ganzen im Englisch. Gut, da ist es halt aber auch nicht schlimm, finde ich. Ich meine, das wäre alles komplett auf Englisch, also ist so mein letzter Kenntnisstand. Kann natürlich sein, dass sich das auch mittlerweile abgeändert hat. Ich habe ja jetzt längere Zeit kein MechWarrior Online mehr gezockt. Also ich bin da gerade echt nicht so up to date. Wegen, na, wie nennt sich das nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wenn man gerade mit MechWarrior Online anfängt, dann muss man ja erstmal die Basics machen. Und ob das dann auf Deutsch ist, das weiß ich halt nicht. Habe ich echt nicht. Aber ich glaube, das ist komplett auf Englisch, das Spiel. Also es hat keine große deutsche Übersetzung, meine ich. Mensch, wie schnell ich Sachen vergesse, ne? Da habe ich ein paar Monate kein Spiel mehr gezockt und dann habe ich echt so viele schon wieder vergessen. Obwohl es ist echt nur eine Kleinigkeit, die ich jetzt vergessen habe. Und zwar, ob MechWarrior Online eine deutsche Übersetzung hat. Aber ich meine nicht. Ich denke, dass es keine hat, aber okay. So, und ja, so von dem, was ich jetzt hier bei New Gundam Breaker so mache, da muss ich ehrlich zugeben, da gibt es in Japan ein Spiel, so eine Arcade-Version von so einem Gundam-Spiel. Und da ist die Perspektive genauso wie bei MechWarrior Online. Ist so eine große Kapsel, in der man sich dann reinsetzt und dann auch nicht in dieser Perspektive, wie ich jetzt hier New Gundam Breaker spiele, sondern halt wirklich aus der Ego-Perspektive und nicht in der Third-Person-Perspektive. Und da hätte man dann die Möglichkeit, auch so seinen Gundam auszuwählen und wie ein Shooter dann zu spielen. Ne? Also das fand ich super toll. Leider nur für die Spielhalle wahrscheinlich verfügbar. Ich habe da so einige Sachen mir angeschaut, also wirklich japanische Videos mir angeschaut, auch komplett auf Japanisch, wo ich dann gar keine Ahnung habe, was die da so erzählen, aber was sie gezeigt haben, fand ich halt sehr interessant, weil die meisten Sachen, die es in Japan gibt, die gibt es halt leider nicht hier in Europa, ne? Geschweige jetzt hier in Deutschland. Also finde ich sehr interessant, finde ich zu anderem aber auch schade, dass vieles, was die Japaner haben, womit sie dann halt auch in der Spielhalle zocken oder halt auch privat haben, dass sowas halt entweder sehr spät nach Deutschland kommt oder auch gar nicht erscheint, weil es vom Finanziellen her sich nicht lohnt, weil sich das keiner finanziell leisten kann, ne? So eine Kapsel oder so, ja, ich denke, das nennt sich Kapsel, wo man sich reinsetzen kann. Das ist ja schon vom Bau her, würde ich sagen, wahrscheinlich teurer als so ein Spielautomat. Ja, es gibt ja diese Arcade-Spielautomaten oder wie man das nennt. Die sind ja gut vom Preis her wahrscheinlich jetzt mittlerweile heruntergesetzt, aber auch die bekommst du ja nicht unbedingt jetzt überall in jedem Laden zu kaufen. Da müsstest du wahrscheinlich im Internet bestellen, um sowas zu bekommen, wenn man sowas haben möchte. Das sind so alte Spielautomaten, die sie damals in Japan benutzt haben. Und ja, ich habe da was gesehen, fand ich super interessant. Da konntest du dann halt dein Gundam auswählen, wie hier bei New Gundam Breaker. Also halt nicht zusammenbasteln, sondern schon fertig zusammengestellt. Also feste Modellnummern oder Baureihen, wie man das auch immer sagen möchte. Und halt wie bei MechWarrior Online. Du hast da eine große Auswahl von verschiedenen Mobile Suits. Kannst dir einen aussuchen und dann halt in der Ego-Perspektive dann herumlaufen. Und gut, von der Steuerung her, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wie ich das Video gesehen habe, denke ich schon, dass es vielleicht eine nicht so einfache Steuerung hat. Also ich denke schon, dass es etwas komplex ist, bis man da etwas reinkommt, aber es schaut mega interessant aus. Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch kommen mag, obwohl ich glaube, der Mech-Hype ist hier in Deutschland nie wirklich so groß angekommen, egal ob es Battletech ist
ob es Mobile Suit Gundam ist oder diverse andere Mesh-Spiele wie Star Siege, Amoret Core und wie sie alle heißen. Da gab es noch eins, das nennt sich Ender of the Zone oder Zone of the Enders, irgendwie so. Da sind so viele Games, die ich noch so am Rande kenne, aber vieles davon ist halt wirklich nicht gut angekommen hier in Deutschland. Also generell, was Mech-Spiele betreffen. Ja? Deswegen, die Interesse ist da halt nicht so hoch und deswegen wird sich der japanische Markt auch sagen, wozu das nach Europa mit reinbringen, wenn es da halt nicht im Hype ist. Also wäre, sagen wir mal, Mobile Suit Gundam oder Battletech international wirklich der größte Hype überhaupt, was die Games so betreffen, die es so gibt, von A bis Z, alles was man so auf dem PC zocken kann oder auf Konsole, dann wäre das hier auf jeden Fall anders. Dann würde man wahrscheinlich ein Mech-Game nach dem anderen hier hinterhergeworfen bekommen und die Leute wären dann wahrscheinlich so hin und weg davon. Ne? Deswegen, die meisten Games, die dann hier ankommen, die sind dann zwar toll, weil es sowas halt im Grunde genommen eher selten gibt, aber von der Qualität her ist es dann so, als würdest du ein ganz altes PlayStation 2 Spiel zocken. Ja, das habe ich jetzt hier auch schon das Gefühl, als würde ich ein altes PlayStation 2 Spiel zocken. Es ist halt nicht der modernen Zeit angepasst. Ja. Gut, damit habe ich jetzt diesen Abschnitt geschafft. Bin ich auch froh darüber, dass ich hier so viele Teile freischalten kann und hier kein Echtgeld investieren muss. Bin ich echt gespannt, wann ich dann alle Mobile Suits hier freigeschaltet habe. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Schnitt. そんなチープなガンプラに私のリッチなガンプラが破れるわけが何百倍もの金がかかっているというのに。 他人に無理やり作らせた機体で何を自慢してるんですか。何？そうだね、榊君がいくらお金を出してもそれを作ったのはマリカちゃん。それを 榊君のガンプラって呼ぶのはなんだか愛が感じられないよ。愛？愛だって君たちの機体にはそれがあると。当然です。自分の癖や好み、戦い方を考えて組み上げたガンプラは私たちの分身です。 あなたはどうですか？その機体の癖を、特性を、ちゃんと把握できていますか？そうか。私は間違っていたのか。彼女の言う通りだ。私は金に焼かせて、目の前がガンプラが見えなくなっていたのかもしれない。 美しくない。これは美しくない。私が許せない。サイドゼロの諸君、次は私自身のガンプラと勝負してもらえるだろうか。もちろん、その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお相手するわ。 マリカなら大丈夫よ。あなたのガンプラの作り方、彼に教えてあげて。はい、頑張ります。
そうよ。これがあるべき形なのよ。強いやつが正義なんかじゃない。あの時だってそうだったじゃない。だから今度は私がそれを証明するんだ。いおりちゃん、どうしたの？いきなり。あ、いえ、何でもありません。少し気が焦ってしまったみたいです。本当に大丈夫だから気にしないで。So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao und tschüss, bis zum nächsten Video. Und da ist das vierte Szenario. Yo.